Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich lag mit meinen Gedanken richtig, dass wir wirklich zum zweiten Part des 5. Anniversaries von Rise of Apocalypse bekommen. Das wurde heute angekündigt, relativ komisch, weil normalerweise bekommen wir ja mittwochs immer die Ankündigung und dann am Donnerstag kommt das Update raus. Aber jetzt anscheinend schon dienstags. Okay, cool. Ich denke mal, dann kommt morgen auch schon das Update für JP raus. Mit dem neuen Percival. Ihr seht den hier ja auch. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde dieses Artwork richtig clean. Ich kann leider gerade nicht zoomen. Aber ich finde dieses Artwork richtig clean, weil das zeigt so wirklich den New Beginning. Hinten Meliodas von den Seven Deadly Sins, von Grand Cross sozusagen. Und sagt so, ey, ich überlasse es dir, Percival. Mach weiter. Echt, echt geiles Image. Ich muss euch sagen. Teilweise bin ich auch sehr, sehr traurig. Aber eine Tür schließt sich, da öffnet sich eine andere Tür. So wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich habe richtig Bock drauf. Und wie gesagt, Percival ist die nächste Unit. Und natürlich auch Wild, weil Wild Unit hatten wir bis jetzt noch nicht. Aber ich muss euch ehrlicherweise sagen, dass Percival wirklich keine eigenen Attribute... Ich dachte wirklich, er hat irgendein eigenes Attribut. Grün, okay, alles klar, kann man auch verstehen. Aber ich hatte wirklich gedacht, er hätte ein eigenes Attribut irgendwie. Oder, was ich noch gedacht hätte, das kann ich euch ja jetzt schon sagen, ich dachte, er hätte eine eigene Rasse sozusagen, dass sie eine neue Rasse einführen oder irgendwie was anderes. Nicht unbekannt, aber auch so ähnlich wie unbekannt, dass halt, man weiß nicht genau, was es ist, aber man weiß es jetzt gerade noch nicht genau. So, und im späteren Verlauf der Story dann wird sich's aufklären und sowas. Aber ja, bis jetzt ist er aber ein Human, was für mich relativ wenig Sinn macht. Er sieht natürlich aus wie ein Human, aber Meliodas sieht natürlich auch aus wie ein Human, so versteht ihr, was ich meine. Deswegen finde ich relativ schade. Da hätten die sich was anderes einfallen lassen können. So ist aber auch vollkommen in Ordnung. Natürlich will ich euch jetzt noch den Banner zeigen, wo er drin ist. Ich muss sagen, der Banner, wo er drin ist, ist echt, echt nicht schlecht. Natürlich haben wir sehr viele Filler-Charaktere, wie den Dinger Chandler hier oder diese Roxy oder diese Camilla. Das sind wirklich die einzigen, gut, den Shin braucht man eigentlich auch nicht. Das sind so die einzigsten vier Charaktere, wo ich sage, ey, die sind wirklich Filler-Charaktere. Aber sonst muss ich euch ehrlicherweise sagen, Red Tamiel, die Dinger, die Diane, die Chocolate Diane, dann der King, wo Anfang des Jahres rausgekommen ist, auch sehr, sehr gut für das Seven Deadly Sins Team mit dem Esconor, die LL Liz, die Back-Unit für Goddesses und die Back-Unit für Demons. Banner ist nicht so schlecht, aber ist natürlich kein Over-the-Top-Banner. Ich werde wahrscheinlich Sam, weil ich einfach Percival haben will. Einfach von der Apocalypse, erster Banner, erster Percival Unit. Ich will ihn unbedingt haben, straight up. Ich gehe, wenn es sein muss, auf die 300er zu. Ich hoffe nicht. Vielleicht auch weiter, weil ich habe ja Escanor schon bei 300er gesammelt. Und ich habe ja gesagt, ich sammle nicht jetzt weiter bei Escanor, weil seine Ulti lohnt sich einfach nicht, meiner Meinung nach, für Free-to-Plays. Ob ich es jetzt auf 2-6 habe oder auf 1-6, ist egal. Ob ich ihn jetzt auf 1-6 habe oder 4-6, ist auch egal. Er one-shottet sowieso die Gegner nicht. So wisst ihr, was ich meine. Deswegen... Einzigste Schlechte, warum man seine Ulti leveln sollte vom Escanor, wäre halt einfach wegen der Grace Link. Und natürlich, wenn er stirbt, macht er noch Schaden in seinem Ult-Level. Deswegen, da ist ein bisschen schade, aber dazu morgen mehr, weil morgen kommt ein Shoot Your Summon Video bei Escanor. Ist jetzt eine Woche schon verspätet, aber ich wollte es unbedingt bringen. Deswegen, morgen kommt es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Banner finde ich wirklich, wirklich nicht schlecht. Die haben jetzt auch eine crazy Neuerung rausgebracht, nämlich... Bei der 300er bekommt ihr irgendeine Random SCR. Ihr könnt Percival bekommen, ihr könnt aber auch hier Chandler bekommen. Irgendeine Random SCR. Bei der 600er, bei der 600er SSR war es ja immer so, dass man garantiert den Percival bekommen hast. Jetzt nicht erschrecken, es ist noch immer so, aber mit Zusätzen. Wenn du ihn jetzt schon gezogen hast und nur 1-6 haben willst, dann kannst du dir eine beliebige SSR aus dem ganzen Banner aussuchen. Und das ist wirklich fresh. Ich muss sagen, das ist eine wirklich gute Änderung, weil für Leute, die jetzt zum Beispiel Percival schon gezogen haben und die noch nicht LLs haben, sagen, ey, ich gehe zu 600, mir fehlen vielleicht noch 100 Gems oder sowas. Das lohnt sich einfach. Ich mache noch die 100 Gems rein und dann bekomme ich die LLs. Ist halt wirklich, wirklich clean. Was ich mir aus dem Banner hier erhoffe, wenn ich dort zusammen... ist einfach tatsächlich, muss ich euch ehrlicherweise sagen, ist diese Diane und der King und der Percival. Wenn ich eine von den drei ziehe, dann Bababubu. Natürlich will ich den Percival auch hauptsächlich haben, aber zusätzlich zu ihm noch Diane oder King,
hätte ich schon richtig Bock. Ich will auch gar nicht mehr um den heißen Brei herumreden, gehen wir mal auf die Skills ein. Wir sind jetzt alle erstmal bei Percival. Also seine Passive, auch sehr cool, heißt New Beginning. Am Anfang des Kampfes macht er auf sich selber einen Buff drauf, oder halt irgendwas, ihr wisst, was ich meine, diesen Grey Buff. Will of Endurance heißt er. Und Will of Endurance ist einfach, dass es die 30% vom Schaden, den ein Ally bekommt, auf sich selber drauf macht, also auf Percival dann tankt, aber auch dazu noch 50% davon healt. Das ist auch nicht schlecht. Das ist wirklich gut, weil, wenn ihr euch erinnern könnt, das erste, was ich gedacht habe, ist sozusagen, dass es eine Tamil-Passive ist. Also Tamil hat ja, diese blaue Tamil, hat ja diese Attack gehabt oder diesen Stance, wo er, wenn ihr Damage bekommen habt, also andere Allies Damage bekommen habt, hat er sich auf sich draufgezogen sozusagen. Und das gleiche ist in Percival seine Passive integriert. Und es kann schon strong werden, es kann schon strong werden. Dann, für jeden spezifischen Ally auf dem Battlefield werden von diesen spezifischen Allies die Defense-Related Stats um 10% erhöht. Spezifischen Allies sind Humans und Seven Deadly Sins. Also man könnte ihn in der Theorie in den Seven Deadly Sins spielen. Ob man das jetzt wirklich macht, unwahrscheinlich, denke ich mal. Vielleicht eher bei Humans könnte ich es mir vorstellen. Aber wie gesagt, ob man es wirklich macht, keine Ahnung. Dann, wenn Percival Single-Target-Attack auf einem Enemy drauf macht, wird Concentrated Attack auf, also ein Debuff, ist es Concentrated Attack auf den Enemy drauf gemacht für 2 Turns. Und für jeden Ally, der überlebt hat, wird Percivals HP, Red Stats, um 10% erhöht. Und für jeden Ally, der verstorben ist oder gestorben oder besiegt worden ist, wird Critical Damage von Percival um 100% erhöht. Und das ist wirklich crazy. Also, ob jetzt ein Mate überlebt oder ob jetzt ein Mate stirbt, ist komplett egal. Ist Percival komplett egal. Er hat trotzdem wirklich crazy Buffs drauf. Und das ist ehrenlos. Das ist wirklich, wirklich ehrenlos. Mal gucken, wie das wirklich sein wird. So wie ich es lesen kann, wirklich krass. Hört sich wirklich krass an. Aber es hält sich in Grenzen. Er ist auf jeden Fall kein Broke Unit. Aber coole Unit auf jeden Fall. Kann man bestimmt spielen. Also, es ist keine D-Camel-Unit. Oder keine Festival-Escano-Unit. Also Ultimate-Escano, der jetzt rausgekommen ist. Es ist eher so eine Unit, die cool ist. Wirklich cool ist. Man könnte sie vergleichen mit Gelder, aber ein bisschen weniger broken als Gelder. So einfach cool. Und finde ich auch nice, dass man wirklich einfach keine Broke Unit hat, sondern einfach auch eine coole Unit. Dann Concentrated Attack ist einfach, dass die Critical Resistance von dem Enemy um 30% verringert wird. Und dann, wenn der Enemy mit 2 Single Target Attacks angegriffen wird, wird der Damage, den er bekommt, um 50% erhöht. Und das ist auch krank. Das ist auch krank. Also, wenn die Karten gut stehen, dann macht Percival bestimmt sehr, sehr guten Schaden. Was ihr auch wissen solltet, bevor ich jetzt weitermache, seine Passive funktioniert in der Bag, also überwiegend halt nur der erste Teil hier, weil der zweite Teil ist ja überwiegend nur seine, also geht auf sich bezogen. Aber seine Passive funktioniert auch in der Bag mit diesen Increased Ally Specific Allies Defense Rated Stat um 10%. Das ist so, auch eine Bag Passive kann man also auch hinten benutzen. Dann sein erster Skill ist Rush Damage um 450% von Attack Power auf ein Single Enemy, also Single Target, genau. Und Rush ist einfach zweifache Critical Chance. Und wenn du einen Gegner angreifst, der dieses Concentrated Attack auf sich drauf hat, machst du nochmal 100% mehr Schaden. Auch nicht schlecht. Dann, sein zweiter Skill ist auch eine Single Target, Image Slash. Und ist einfach Damage um 450% von Attack Power auf ein Enemy, genau. Aber ist halt einfach Ult Gauge Removal. Auch nicht schlecht. Kann man machen. Hätte ich mir noch vielleicht irgendwas anderes vorgestellt, vielleicht auch ein AOE Ult Gauge Removal. Wäre auch sehr cool gewesen, aber gut. Muss da nicht sein. Er hat Ult Gauge Removal. Ult Gauge Removal ist eines der besten Karten, die es im Game gibt, meiner Meinung nach. Weil du einfach sehr viel verhindern kannst dadurch. Dann seine Ultimate ist auch sehr, sehr cool. Wird einfach ein Buff auf ihn drauf gemacht und 50% seiner Attack Rate und Stats einfach gepusht, genau, für 2 Turns. Und ein Debuff wird auf den Gegner drauf gemacht, das einfach sein Damage, den er bekommt, um 50% nochmal erhöht. Auf ein Single Enemy, also wieder eine Single Target Ultimate. Und dann einfach Sever Damage. Um 750% von Attack Power. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Wie gesagt, ist keine Broker Unit, aber ist halt der erste Percival. Natürlich wird es keine Broker Unit. Wenn wir uns vorstellen, was der erste Meliodas war, da können wir uns 2 Sachen vorstellen. Erstens dann einfach zum Beispiel, wer war das? Der blaue Counter Meliodas, der SR, und der grüne Counter Meliodas, die SSR. Wenn ihr mal vorstellt, das waren die ersten Meliodas, die es im Game gab.
jetzt gibt es DK Melly. Deswegen immer mit Obacht genießen. Vor allem, wir sind auch nicht in der Story so weit, dass man sagen könnte, yo, Percival ist completely broken und sowas. Deswegen, der wird auf jeden Fall noch eine sehr, sehr starke Unit bekommen. Das ist einfach jetzt eine coole Unit, für die ich auf jeden Fall sammeln werde, weil es einfach die erste Percival-Unit ist, die erste Four Knights of Apocalypse-Unit ist. Und nun gehen wir auch auf die zweite Unit ein, die mit dem Update morgen rauskommt, nämlich der Bruder von Hawk, Wild. Warrior of Purgatory, Wild. Passive, auch cool. Big Bro ist hier. Auch sehr, sehr nice Passive. Also die Namen von Netmarble verbessern sich immer wieder. Finde ich sehr, sehr cool. Passive ist auch sehr lustig, wenn Hawk oder wenn Wild halt in den Battlefield reinkommt mit spezifischen Units. Und die spezifischen Units werden Captain Hawk oder Hawk in Oslo. Werden von diesen spezifischen Units und Wild die Allstats um 50% erhöht. Ich sehe mich schon tatsächlich, ein Hawk in Oslo und Wild Team zu spielen. Ich weiß nicht, ich glaube, kann man Captain Hawk und Hawk in Oslo in einem Team spielen? Das muss ich ausprobieren, das weiß ich noch gar nicht. Wenn man es machen kann, wäre das halt sehr, sehr lustig, weil du spielst dann einfach Wild, Hawk in Oslo und Captain Hawk und dann hinten irgendeine coole Back-Unit. Und dann funktioniert das einfach im PvP, das wäre halt schon lustig. Ich werde safe ein Video drüber machen und ich habe richtig Bock drauf, weil was ihr wissen solltet, er ist ja nicht in dem Banner drin, ihr habt es ja vorhin gesehen. Er ist nämlich eine Free-SSR oder US sozusagen, weil er ist schon aufgewaked, sondern es ist in den Jumpbox-Tickets vom zweiten Part. Also wir haben ja das Jumpbox-Ticket vom ersten Part jetzt gerade, da wo auch die Yomagen drin ist. Und jetzt bekommen wir noch Jumpbox-Ticket zweiter Part und da ist Wild drin, sowie auch Tona und noch eine Unit, ich habe es gerade nicht mehr genau im Kopf. Deswegen, wenn ihr noch Tona braucht für zum Beispiel Dogs, da könnt ihr auch noch Tona bekommen. Jetzt gehen wir weiter auf die Skills von Wild ein. Der erste Skill ist Spinning Wild. Single Target Attack Damage. Pierce einfach. Pierce Attack Single Target. Auch nicht schlecht. AOE Pierce wäre natürlich auch cool gewesen, aber hätte dann natürlich ein bisschen stärker sein müssen. Aber ja, was halt crazy ist, wenn du halt hier diesen All-Stat abbekommst, dann hast du nochmal mehr Pierce Damage und das ist halt wirklich cool. Ist halt wirklich cool. Der zweite Skill ist Rush Wild. Ist auch Single Target. Und genau das gleiche wie beim Percival, einfach eine Single-Target-Ult-Gage-Removal. Genau, ist genau die gleiche Karte wie bei Percival. Genau die gleiche Karte. Auch sehr, sehr lustig, dass die einfach beide genau die gleiche Karte haben. Vielleicht auch da ein Fehler bei der Übersetzung, vielleicht ist es nicht mehr die gleiche Karte. Aber ich denke mal, sollte schon absolut identisch sein. Ultimate, auch nichts Besonderes, Wild Full Throttle, inflict Server Damage um 945% von Attack Power auf ein Single-Enemy. Auch sozusagen fast gleiche Ulti mit Percival, nur Percival hat ja natürlich diese extra Buffs drauf. Ich finde die zwei neuen Units sehr, sehr cool, vor allem Percival. Wie gesagt, ich habe es jetzt oft schon im Video erwähnt, es ist halt die erste Percival-Unit, die erste Four Knights of Apocalypse-Unit. Natürlich freue ich mich, weil ich liebe auch Four Knights of Apocalypse. Ich habe also den Anime noch nicht geschaut, aber da, wo der Anime aktuell ist, habe ich schon in dem Manga gelesen, wo er dann rauskam, vor 3 Jahren, denke ich mal, kam er raus. Vielleicht ein bisschen länger, da habe ich den Manga schon gelesen gehabt, also ich weiß, was da abgeht. Und Wild ist halt einfach eine Meme-Unit, haben wir ja so oft schon bekommen. Ich glaube aber, diese Meme-Unit kann bestimmt sehr, sehr gut zum Beispiel in Chaos-Battle funktionieren. Vielleicht. Weil ich glaube, wir bekommen auch mit diesem Update, was nächste Woche natürlich auf Global kommt und diese Woche auf JP, auch Chaos-Battle. Aber ich weiß nicht, ich habe da was gelesen. Auf die Patch-Notes gehen wir aber natürlich erst nächste Woche ein. Was haltet ihr von diesen zwei neuen Units? Schreibt mir in die Kommentare und freut ihr euch auf Four Knights of Apocalypse? Ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten. Das war's.